Das war die Rüstung. Dann haben wir den Helm. Und jemand hupt da draußen die ganze Zeit. Hier. Floriasee. Höhle am Sardonwald. Wo sagt mein Kärtchen ist das? Hier ist diese kleine Pfütze. Dann ist die ungefähr das. Okay, hinter Wurzeln. Das ist ein Pilz. Ich will, dass du mal Diablo bei dir einsetzt. Einlagerst. Nö. Ich glaube, ich schlaf noch bis morgens. Ja, ich nehme einen meiner Gutscheine dafür. Dann scheiße ich halt mal auf den Stallpunkt. Ich will nicht wieder nachts hier durch die Gegend laufen. Ich glaube, hier war ich doch schon verzeichnet. Also ich hätte auch reiten können, aber ich traue dem Wetter hier nicht. Am Ende wird mein Pferdchen vom Blitz getroffen. Ich weiß, da unten wird mir angezeigt, wann welches Wetter ist, aber naja, ist jetzt auch egal.
Alter Schwede, wie die hier immer einfach runterkommen. Dann zeig du mir mal, wo die Höhle ist. Ah, da, okay. Da hinten wird gekämpft. Kann ich den nutzen? Schwimmt der, ist die Frage. Schwimmt. Gut, eigentlich kann ich mich hier nicht verfahren. Ein Fischlein. Och nö. Also auf einen Kampf in Wasser mit euch habe ich ja mal gar keine Lust. Ernsthaft? Wie viele von euch sind hier? Link, was machst du? Du sollst da nie hochklettern. Warum habe ich jetzt wieder so viele schwache Bögen? So. Jetzt sauft ihr mal ab.
Bleib doch bitte einfach mal da drauf. Link! Oh, natürlich. Natürlich. Bleib da doch einfach drauf, Mensch. Bei den Stromschnellen war das Mario. Das habe ich jetzt natürlich komplett übersehen durch das ganze, durch den ganzen Theater. Sicherheitshalber. Wehe, ich bin jetzt schon dran vorbei und hab's nicht gemerkt durch das ganze Theater mit den Horrorblinds. Da ist ein Schleimi. Vielen Dank auch. Ah, da ist das Mayui, okay. Der Isolierhelm. Gut, fehlt nur noch die Hose. Nee, 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 nee. Horrorbucht.
komme ich ja richtig scheiße hin im Moment, dann gehe ich hier hoch. Ich muss mehr Schreine aktivieren. Ja, stimmt, ja. Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich hier damals zur Geoglyphe gekommen bin. Na, natürlich sind hier noch. Alter! Aber sonst geht's dir gut, ja? Sauf. Davor hat mich keiner gewarnt. Schwimm einfach zur Plattform, steht hier. Oh.
bin ich denn jetzt gelandet? Genau, und hier ist wohl noch ein Schrein. Ich gucke nur schnell, ob das jetzt auch ja kein Yumisuk-Schrein, kein Überlebensschrein ist. Nee, Rorus Segen. Ach so, okay, der ist auch gar nicht so einfach zu erreichen. Kann ich Deckensprung machen? Gerade eben konnte es doch noch. Du stehst hier mit deinem Schild. Irgendwie stimmt hier was nicht. Höhle am Kap Tarn. Moment. Wird mir nicht angezeigt. Dann wird das halt da. Wo bin ich? Hier unten irgendwo sein. Also ich suche quasi ein Loch im Boden. Könnte tatsächlich da hinten sein. Ey, komm, ich habe Rutschreduktion Level 3 gerade.
Hast du mich erschreckt? Wer rechnet auch damit, dir jemand zu begegnen? Ist auch wegen des Schatzes an dem Reim von Koda hier? Nein, du bist zufällig hier. In meiner guten Zora-Freundin Fina auf Schatzsuche. Fines Mutter Koda hat uns ein altes Dokument mit einem Reim gezeigt. Ein des Dankes voller Schreien für einen des Dankes voller Steine liegt seinem Charme am Kaptam. Irgendwie so. Sein alter Text ist etwas seltsam formuliert und ich fand ihn gleich etwas fragwürdig. Ein Schrei voll des Dankes, das klingt so eindeutig nach Schatz. Fine ist direkt losgelaufen und ich natürlich hinterher, da wäre mir nur. Fine ist schon vorausgeschwommen, tief in die Höhle hinein. Sie hat noch gesagt, ich soll schnell nachkommen. Ich glaube, sie denkt, dass für mich nicht unmöglich ist. Also, ich habe ja schon trainiert, aber ich bin trotzdem kein sehr guter Schwimmer. Ich habe zwar ein Floß gefunden und versucht, es flott zu machen. Aber das Wasser in dieser Höhle geht rauf und runter, also kommt man nicht voran, ohne auf einem Felsen zu landen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dabei habe ich es Fien doch versprochen, wir müssten den Schatz zusammenfinden, aber ich weiß nicht weiter. So, ich brauche auf jeden Fall das Floß. Brauche ich das Floß oder brauche ich ein anderes Floß? Steht, bastel dir ein Floß. Ich habe nämlich auch so das Gefühl, dass der nicht fröhlich drüber sein wird. Wenn ich mir was ein Floß schnappe. Kann es auch nicht losmachen. Wieso hat er jetzt zwei Lenkelemente mitgenommen? Jetzt meckert er. Ja, dachte ich mir doch. Ich muss mir ein eigenes basteln, okay. Wie schwimmt eigentlich so ein Gleiter? Wieso kann ich das hier nicht aus der Tasche nehmen? Das schwimmt sehr gut, okay. Dann bastel ich mir doch hier draus mein Floß. Ich glaube, ein bisschen weiter vorne wäre nicht schlecht. Jetzt ist es natürlich wieder so schief. Wenn du mir deinen Floß nicht überlassen willst, dann bastel ich mir halt mein eigenes.
Okay. Okay, warum lenkt es in die komplett andere Richtung, als ich lenke? Ach Leute, so macht es keinen Spaß. Ja, ich dachte, ich schaff's noch. Ach, nö, ernsthaft jetzt? Hat sich hier festgebackt. Komm hoch. Hebe ich dich jetzt hier drüber? Die Truhe jetzt vor mir her. Aha, die ist die Kleine. Okay, ich brauche kein Ritterschild. Nein. Schreinfall, danke aus dem alten Dokument. Ich warte hier auf Sasa an. Ja, da kann es nur lange warten. Wie soll ich die eigentlich immer noch ausgerüstet? Haben wir schon wieder zwei. Oder hat das jetzt rüber geschafft? Natürlich hat das nicht rüber geschafft. Kann ich hier raus? Aber was? Na gut, dann gehe ich jetzt mal irgendwo hin, wo es einigermaßen sicher ist. Nee, nicht ändern, löschen. Ich gehe in die Stadt der Zoras, ins Dorf der Zoras. Da bin ich einigermaßen sicher. Dann kann ich da einen guten Cut machen.
Wie Krabbe. Wieso ist mir die Leiter nie aufgefallen? Außer Regen nichts gewesen. Okay, gut Leute, dann mache ich hier im Dorf der Zoras einen Cut. Dann gucken wir mal, wie wir die nächste Folge gestalten. Bis dahin bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Tschüss.